Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich das Thema Sicherheit am Arbeitsplatz ansprechen. Warum? Weil es jetzt für mich gerade ziemlich frisch ist. Ich habe nämlich gestern, wie einige von euch auf Instagram schon mitbekommen haben, habe ich mir gestern den Daumen um einige Millimeter schmäler gehobelt. Und das war eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung, die ich machen musste. Es ist aus eigener Dummheit, würde ich mal behaupten, oder Unachtsamkeit passiert. Und die Maschine ist nicht daran schuld gewesen, aber es war wirklich eine Sekunde, ein Bruchteil einer Sekunde, wo ich nicht aufgepasst habe und dann eben in die Messerwelle geraten bin. Wieso so etwas passieren kann und was sind die Folgen und darüber möchte ich heute mit euch mal ein bisschen sprechen. Oder euch ein paar Dinge zu erzählen. Ja, was ist passiert? Was genau ist passiert? Ich habe hier noch ein kleines Projekt gehabt, was ich fertigstellen wollte. Das habe ich auch. Es waren ein paar Schleifarbeiten. Das Projekt ist abgeschlossen. Und da dachte ich mir, okay, komm, du kannst hier noch ein bisschen mit der Hobelmaschine was machen, ein paar Arbeiten erledigen. Ja, dann habe ich einfach nicht drüber nachgedacht und habe mit der Hobelmaschine angefangen zu arbeiten und bin dann damit ausgerutscht und der Daumen ist dann in die Messerwelle gelangt und habe dann mir diese Verletzung zugezogen. Klar ist das in dem Moment so ein Schockzustand. Ich habe mich echt gefühlt, wie als würde ich in so ein schwarzes Loch fallen. Ich konnte es erstmal gar nicht realisieren, was überhaupt passiert ist. Und habe dann in Ruhe erstmal schön das Radio ausgemacht, Licht aus, Handy gepackt und dann bin ich erstmal hoch und habe den Notarzt angerufen. Ja, bis der Notarzt erstmal kam, das sind so 4-5 Minuten gewesen, habe ich dann noch mit dem Robert telefoniert. Ich sage, Robert, ich habe gerade eben mit der Hobelmaschine mir den Daumen weggehobelt oder zerfetzt. Der Robert wollte es mir erstmal gar nicht glauben und als ich ihm das dann doch klar und deutlich gesagt habe, war er auch schockiert, weil sowas hat man halt nicht jeden Tag. Man hört sowas nicht, man hat es mal irgendwo gelesen, jeder hat mal so seine Erfahrungen mal in irgendeinem Video in den Kommentaren geschrieben und man beachtet das eigentlich gar nicht. Ich habe es bisher auch nie so richtig ernst genommen. An der Tischkreissäge bin ich ziemlich vorsichtig, da habe ich jetzt auch meine Erfahrungen gesammelt. Auch da haben mich viele damals auch immer wieder darauf angesprochen, ey Ali, du musst ein bisschen vorsichtiger mit umgehen, geh nicht zu nah an das Sägeblatt dran und, nimm dir irgendwelche Hilfsmittel. Und da bin ich auch ziemlich vorsichtig mit. Aber ich sehe immer wieder zum Beispiel auch YouTuber-Kollegen, die in der Öffentlichkeit oder für die Öffentlichkeit Videos machen und beispielsweise an der Tischkreissäge den Spaltkeil zum Beispiel weglassen. Und ich möchte hiermit auch niemanden angreifen. Das soll irgendwie nicht falsch verstanden werden. Aber es geht erstens um die eigene Gesundheit und zweitens geht es auch um die Zuschauer, besonders um jüngere, unerfahrene Zuschauer. Jetzt stellen wir uns mal vor, da ist ein 14-, 15-Jähriger oder vielleicht sogar 16-, 17-Jähriger, der zwar klar denken kann, aber noch keine Erfahrung mit der Maschine hat, schaut sich irgendein Video von mir, von irgendjemand anderen an und denkt sich, hey cool, Brett drüber gefahren und schön glatt, super, ich kaufe mir die Maschine. Kauft sich die Maschine, arbeitet damit und zack ist der Daumen weg. So, und stellt sich die Frage, mein Gott, das hat doch bei ihm gut funktioniert, warum hat es bei mir nicht geklappt? Also, man hat so eine Vorbildfunktion, ob man jetzt einen Fehler macht oder gut, also Positives oder auch Negatives, bringt man rüber. Man ist dankbar dafür, ich höre gerne oder ich lese auch sehr, sehr gerne, wenn mir jemand schreibt, hey Ali, ich finde deine Videos cool, nur durch dich habe ich heute eine Werkstatt aufgebaut, du motivierst mich, du inspirierst mich, ich finde es top, wie du was machst und wie du deine Videos machst und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Jetzt stellt euch mal vor, da schreibt mich jemand an und sagt, hey Ali, nur wegen dir habe ich heute meinen Daumen verloren, weil ich den Spaltkeil abgemacht habe oder keinen Schutz auf der Messerwelle hatte oder sonst was. Jetzt habe ich mir eine Verletzung zugezogen oder vielleicht sogar einen Daumen verloren. Ich glaube, das wäre für mich persönlich wäre das eine
ja, ein Ding, womit ich nicht so einfach leben könnte, weil man eben diese Verantwortung hat. Ja, und deswegen spreche ich dieses Thema nochmal an. Es ist auch für mich jetzt eine Erfahrung. Ja, ich meine, ich scheiß auf so eine Erfahrung. Also diese Erfahrung soll niemand machen. Man sollte sich im Vorfeld einfach nur Gedanken machen, womit arbeite ich gerade? Es ist eine Maschine. Ob es jetzt eine Tischkreissäge ist, ob es eine Hobelmaschine ist, ob es ein Stechbeitel ist, ja, das sind Werkzeuge, womit man sich schwer verletzen kann. Jetzt werde ich erstmal 2 Wochen nichts tun können. Wie gesagt, das ist Glück im Unglück. Aber ich möchte hiermit auch mal das Thema deswegen ansprechen oder euch sensibilisieren, dass man wirklich jedes Mal, auch wenn es ein Hobby ist, auch wenn es nur ein Hobby ist, die Gefahren sind dieselben. Ob man das beruflich macht oder in der Heimwerker-Werkstatt macht, es ist vollkommen egal, die Gefahr ist da, weil manche schreiben, ja, das ist meine persönliche Sache, das ist mein Hobby, das ist privat. Ich kann für mich entscheiden, was ich da tue, ob ich jetzt den Spaltkeil rauslasse, ob ich da, was weiß ich, ein anderes Sägeblatt nehme oder ob ich den Tellerschleifer so und so baue. Das ist meine Sache, das ist vollkommen richtig, das stimmt. Ja, aber auch da ist es nicht egal, ob der Daumen dran ist oder nicht mehr da ist, ob es beruflich oder privat passiert ist, ob es in der Firma passiert ist, ob das die Versicherung übernimmt oder nicht. Das ist vollkommen egal. Hier geht es nicht um die versicherungstechnischen Dinge, sondern es geht hier um die Gesundheit. Und darüber habe ich mir wirklich erst dann Gedanken gemacht, also so intensiv Gedanken gemacht, nachdem mir das hier passiert ist. Vorher wollte ich wahrscheinlich auch nicht hören oder ich habe es ignoriert oder es nicht so ernst genommen. Und jetzt gerade denke ich mir so, also auch nach dem Unfall, nachdem ich aus dem Krankenhaus wiederkam, bin ich sofort in die Werkstatt und habe mir wirklich meine Tischkreissäge angeschaut oder auch meine Hobelmaschine und habe wirklich mal die Maschinen so ein bisschen, ich sag mal, begutachtet oder habe mir Gedanken über die Maschinen gemacht und habe gesagt so, was sind da für Gefahren hinter? Was kann passieren? Und genau das sollte man wirklich mal, auch wenn es nur für 5 Minuten ist, einfach mal in die Werkstatt, schaut euch mal die Maschinen an, mit denen ihr arbeitet. An einer Tischbohrmaschine. Ich habe den Kreisschneider, ich verwende den Kreisschneider. Da ist auch eine ordentliche Wucht dahinter. Wenn man da was abbekommt, kann man sich sehr schnell verletzen. Ihr müsst es natürlich selber für euch selber wissen, ob ihr das jetzt beachtet oder nicht. Es ist jetzt auch gar nicht, ich bin vielleicht der Letzte, der euch die tollsten Tipps geben kann. Aber ich kann von meiner Erfahrung jetzt sprechen, dass es wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Nimmt das Thema wirklich ernst, ob es jetzt Gehörschutz ist, Augenschutz oder auch Handschuhe, jetzt nicht an drehenden Maschinen. Ich rede jetzt generell Handschuhe um Schutz, ja, sich keinen Splitter zu holen oder sonst was. Seid da auf jeden Fall vorsichtig. Es gibt da sicherlich draußen, die mir jetzt gerade zuschauen, die seit 20 Jahren oder 30 Jahren beruflich das hier machen oder auch hobbymäßig schon seit Jahren Erfahrung haben. Die können euch vielleicht ein Lied davon singen, ja, oder einfach mal einen Kommentar in die Kommentare schreiben, ja, und sagen, hey, so und so, der Ali hat recht oder der Ali erzählt Quatsch, ja. Im Krankenhaus hatte ich sogar an der Anmeldung einen älteren Herrn neben mir stehen. Als ich dann darüber gesprochen habe, dass ich mit der Hobelmaschine mir in den Daumen gehobelt habe, hat er mich angeschaut und sagte, ja, er sagte, ich habe Gott sei Dank nach 30 Jahren alle meine Finger noch da und er ist wohl auch gelernter Schreiner gewesen. Zufall. Und scharfes Werkzeug ist gut, in dem Fall ist es natürlich schlecht, aber selbst ob scharf oder stumpf, ist es vollkommen egal, das tut der Maschine nichts. Ja, die haut alles weg und in dem Fall kann es auch euer Knochen sein. Liebe Freunde, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich will auch keine Bilder irgendwie einblenden. Ich habe zwar welche gemacht. Ich habe ein paar Bilder davon gemacht, von der offenen Wunde, damit ich mich hin und wieder mal daran erinnern kann, wie schlimm das sein kann, wenn man nicht drauf achtet. Also, liebe Freunde, es war für heute einfach mal ein kurzes Video. Seid vorsichtig, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst. Tschüss. Daumen hoch!